Lasst uns über eine der letzten echten Systemfragen diskutieren, die Bürgerversicherung. Ich bin auf dem Weg zu einem Panel mit Diskussionen mit Studenten an der Asklepios Medical School zum Thema Bürgerversicherung. Das wird bestimmt spannend. So wie es aussieht, sind wir heute der sozialistische Blog. Neben mir sitzt... Ich bin Dennis Celik, der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion in der Bürgerschaft. Genau, einer meiner Kollegen in der hamburgischen Bürgerschaft. Wir sind jetzt hier in der Medical School und diskutieren zum Thema Bürgerversicherung. Außer uns, aus dem eher linken Spektrum, glaube ich, sind eher im Wesentlichen Gegner der Bürgerversicherung, oder? So sieht das aus. Naja, wir werden die Fahne hochhalten. So, die Diskussion ist vorbei. Das war eine richtig gute Veranstaltung zum Thema Bürgerversicherung. Wir als SPD sind für die Bürgerversicherung jetzt im Bundestagswahlkampf 2017. Unsere Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks, unsere Gesundheitssenatorin in Hamburg, hat dazu ein Interview gegeben heute im Abendblatt. Das verlinke ich euch unten in der Beschreibung vom Video. Wer bin ich als einfacher Abgeordneter, dass ich was anderes sage als unsere Senatorin? Jetzt ins Büro, gibt noch ein bisschen was zu tun. Zwei wesentliche Argumente für die Bürgerversicherung will ich dann aber doch nochmal vorbringen. Und zwar zum einen, es geht darum, die Solidarität zu stärken. Es kann nicht sein, dass sich ein kleiner Prozentsatz von 10% aus dem solidarischen Gesundheitswesen einfach herauskaufen kann. Und zum anderen, und das ist einer der zentralsten Argumente, es geht auch darum, andere Einkommensarten wie zum Beispiel Kapitalerträge heranzuziehen, die das Gesundheitswesen zu finanzieren. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo wir aufgrund der demografischen Entwicklung dringend ran müssen. Also, für die Bürgerversicherung. Achso, und tragt es zur Bank, ich mache es einfach nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Ich glaube, das war ungefähr der langweiligste Vlog, den ich je gemacht habe. Und wisst ihr, was das Problem mit der Politik ist? Das Problem mit der Politik ist, dass wir immer im Rechtfertigungsmodus sind. Wir versuchen zu rechtfertigen und zu werben für unsere Position. Und irgendwie habe ich diesen Rechtfertigungsmodus noch nicht abgelegt. Das wird sich jetzt ändern. So wenig Unterhaltung wie heute gibt es nie wieder. Versprochen. Ich frage mich ja ernsthaft, warum es das beste Licht immer erst dann gibt, wenn man eigentlich denkt, dass man alles im Kasten hat. Unfassbar.